Hey Leute, Kevin hier. Das Thema Transaktionskosten auf der DEX der DeFi-Chain, also die dezentrale Exchange der DeFi-Chain, war sonst immer so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, ach ja, keine Ahnung, diese 0,2% oder sonst was vernachlässigbar klein, das habe ich sonst immer nie so wirklich berücksichtigt. Und mittlerweile sind einfach die ganzen Transaktionskosten durch die ganzen Burn-Mechanismen und so weiter nicht nur ein bisschen, ich sag mal, auf jeden Fall höher geworden, aber auch einfach so ein bisschen komplexer zu verstehen. Und deshalb dachte ich, ich tue mich da mal ein bisschen tiefer reinfräsen und das Coole an der Sache, du brauchst die ganze Arbeit gar nicht machen, du kannst dich getrost zurücklehnen und einfach dieses schicke Tool hier benutzen, was ich mal wieder zusammengebaut habe. Und zwar im Prinzip ein Tool, was dir ganz automatisch die Transaktionsgebühren zeigt in dem Moment, wo du einen Swap machst. Entweder innerhalb von einem Pool oder auch durch mehrere Pools. Das Tool wird dir dementsprechend immer die ganzen Transaktionskosten anzeigen. Und wichtig an der Stelle, wie immer, in dem Moment, wo ich ein Google Sheet verschicke, heißt es das nicht, dass du in meinem Google Sheet irgendwas umändern kannst, weil dann wäre es die Tabelle wahrscheinlich keine 2 Tage überleben, sondern den Link, den ich dir unten in die Beschreibung gepackt habe und auch als gepinnten Kommentar, deine Tabelle wird zunächst mal so aussehen und dann musst du zunächst mal deine eigene Kopie davon machen. Das heißt, oben links, also bei dir wird das Ganze wahrscheinlich auf Deutsch sein, auf Datei klicken, Make a Copy, also Kopie machen wahrscheinlich auf Deutsch. Und dann hast du deine eigene Kopie und die kannst du danach wirklich bearbeiten. Und wenn du das gemacht hast, dann klickst du anschließend einfach auf dieses Bild hier, klickst du auf Entfernen, sodass das Bild weg ist. Und dann sieht im Prinzip deine Tabelle genauso aus wie diese hier. So, und damit können wir auch direkt starten. So, und zur Tabelle an sich. Also, ich hoffe mal, dass ich da gar nicht so viel dazu erklären muss, weil du musst dann im Prinzip nur eingeben, von welchen Token zu welchen du entsprechend swappen möchtest. Jetzt beispielsweise in dem Fall von DFI zu DFI hast du logischerweise Transaktionskosten, weil du ja schon in dem Token bist, was du dann entsprechend haben möchtest. Aber wenn du jetzt beispielsweise mal von DFI zu, sagen wir mal, Ethereum swaps, dann wird eine Transaktionsgebühr fällig von 0,2%. Und das gilt nicht nur von DFI zu Ethereum, sondern im Prinzip zwischen allen Pools, zwischen DFI und sämtlichen Kryptotokens. Das heißt beispielsweise DFI Ethereum, DFI Doge, DFI USDC und so weiter, bis auf eine Ausnahme Bitcoin. Wenn du da Bitcoin eingibst, dann zeigt sie an, die Transaktionskosten sind 0,3%. Das liegt ganz einfach daran, dass wir im Prinzip die 0,2% haben. Die gehen immer als Commission weg. Also das ist im Prinzip das, was du bekommst, wenn du beispielsweise in dem Liquidity Pool drin bist. Dann bekommst du ja neben den ganzen Block Rewards in DFI, bekommst du ja auch noch eine Kommission ausgezahlt. In diesem Poolpaar, also jetzt beispielsweise in dem Fall DFI und Bitcoin, bekommst du ja noch zusätzlich eine Kommission in DFI und Bitcoin. Und das sind im Prinzip die 0,2%, die dafür weggehen. Und bei Bitcoin kommt noch zusätzlich 0,1% dazu, weil damit im Prinzip diese ungedeckten DBTC, die wir derzeit im System haben durch diesen Exploit, dass damit die im Zeitverlauf irgendwann mal komplett weg sind. So, das heißt immer von DFI zu Krypto 0,2%, außer bei Bitcoin, das sind es 0,3%. Jetzt geht's weiter. Dann haben wir im Prinzip die ganzen, ich sag mal, Krypto-Tokens schon abgedeckt. Jetzt haben wir die Verbindung im Prinzip zu den ganzen anderen D-Tokens wie den ganzen Aktien. Das passiert ja alles durch einen Pool und der Pool nennt sich DFI durch DUSD. Das heißt, wenn wir den mal hier eingeben, stellen wir fest, dass wir ebenfalls 0,3% haben. Das ist genau gleich. 0,2%, das geht wieder als Kommission weg, also im Prinzip an die ganzen Liquidity Miner in diesem Pool DFI DUSD. Und die restlichen 0,1%, die werden im Prinzip genutzt, um die ungedeckten DUSD bei uns im System wieder zu decken. Also quasi, dass die geburnt werden. Also im Prinzip so ähnlich wie bei Bitcoin, nee, eben auch bei diesem DUSD. Und damit haben wir im Prinzip diese, ich sag mal, Bridge schon mal abgedeckt. Und was jetzt natürlich zum Schluss noch fehlt, ist natürlich die ganze Verbindung zwischen DUSD und den ganzen D-Tokens. Das heißt beispielsweise DUSD Tesla, DUSD Apple und so weiter. Wenn wir das hier mal eingeben, also von DUSD zu beispielsweise, nehmen wir mal Tesla, da haben wir entsprechend in Summe eine Transaktionsgebühr von 0,4%. Das tut sie wieder zusammensetzen, 0,2% Kommission, 0,1% für DUSD und die restlichen 0,1% für das entsprechende D-Token. Und damit haben wir im Prinzip 0,4%. Und damit hast du im Prinzip jetzt auch schon alle Transaktionsgebühren von den verschiedenen Pools zusammen. Jetzt wirklich interessant wird es meiner Meinung nach erst, wenn man durch mehrere Pools durchgeht und dann sich diese Transaktionsgebühren entsprechend aufsummieren. Also beispielsweise, wenn wir jetzt swappen von, sagen wir mal, DFI zu Tesla, oder nehmen wir mal ein anderes Token, nehmen wir mal Apple hier. Von DFI zu Apple haben wir in Summe Transaktionsgebühren von 0,7%. Warum? Naja, zuallererst musst du, also das ist im Prinzip die Logik hinter diesen Pools, um von DFI zu Tesla zu kommen, musst du zunächst mal DFI in DUSD swappen und danach DUSD in Tesla. Das heißt, du gehst durch zwei verschiedene Pools, dementsprechend tut sich das auch aufsummieren, diese 0,3% und diese 0,4%, sodass du in Summe auf 0,7% kommst. Genau das gleiche passiert beispielsweise, wenn du jetzt swappen möchtest von, sagen wir mal, nehmen wir mal Alibaba zu Apple.
Ja, das summiert sich das auch auf, weil im allerersten Schritt musst du im Pool Alibaba zu DUSD, musst du da 0,4% zahlen und dann nochmal von DUSD zu Apple nochmal 0,4%, hast du in Summe 0,8%. Das Ganze geht natürlich auch mit drei Pools, weil wenn du jetzt beispielsweise swappen möchtest, sagen wir mal Ethereum zu Apple, jetzt gehst du ja in Summe durch drei verschiedene Pools durch. Und zwar einmal Ethereum mit DFI, dann DFI durch DUSD und dann nochmal DUSD zu Apple. Das heißt, wir haben ganz zu Beginn 0,2%, dann plus 0,3% und 0,4% und das gibt dann in Summe diese 0,9%. Und der mit Abstand teuerste Swap, den du bei uns auf der Dexter DeFi-Chain machen kannst, wäre im Prinzip, dass du von Bitcoin in Apple gehst oder auch in irgendein anderes D-Token, weil dazu hast du bei Bitcoin nochmal diese zusätzlichen 0,1% dazu. Das heißt 0,3% zu Beginn, dann nochmal 0,3% und dann 0,4%, sodass du in Summe dann auf ganze 1% kommst. Und das heißt wiederum auch gleichzeitig, dass je weniger Trades du machst, desto mehr profitierst du im Prinzip davon, dass die ganzen anderen Leute diese Kommission zahlen, die du dann entsprechend einsagst, wenn du im Liquidity Mining drin bist. Oder auch der umgekehrte Fall, wenn jetzt jemand bist wie ich, der jede Woche mehrere Trades machst, ja, dann bist halt auch du verantwortlich dafür, dass die ganzen anderen Leute ihre Kommission einzahlen. Also ich kann mich schon nicht gut daran bedanken. Nein, Quatsch. Ich bin ja auch selbst in Liquidity irgendwie drin. Das heißt, ich zahle mir auch so ein Stück weit selbst meine Kommission. Aber anyway, wenn die Transaktionsgebühren, insbesondere wenn wir jetzt beispielsweise mal dieses Extrembeispiel nehmen von Bitcoin zu einem D-Token, da ist die Dexter DeFi-Chain definitiv derzeit, ich sag mal, tendenziell überdurchschnittlich teuer im Vergleich zu anderen Dexes. Und genau deshalb gibt es auch beispielsweise bei Reddit schon die ersten Diskussionen darüber, was man denn machen könnte, um die ganzen Transaktionsgebühren zu senken, damit wir auch, was die Dexen geht, einfach so ein Stück weit wieder konkurrenzfähig sind. Und by the way, da gibt es auch schon richtig Hammer-Vorschläge. Also, wow, dieser Thread ist wirklich unglaublich gut strukturiert, da gibt es richtig tolle Vorschläge. Also, falls du tendenziell zu der Kategorie gehörst, die ein bisschen tiefer reingeht, die auch kein Problem hat, wenn es ein bisschen technischer wird, ich habe dir unten in der Beschreibung den entsprechenden Link verlinkt. Da kannst du gerne mal reinschauen. Und ja, ich bin guter Dinge, dass da irgendwann die nächsten paar Wochen, Monate, dass sich da irgendwas tut wegen diesen Transaktionsgebühren. Ich vermute auch, dass es irgendwann mal demnächst diskutiert wird in einem Twitter-Space und dass man dann entsprechend proaktiv vorgeht, um das, ich sag mal, das Problem der Nicht-Konkurrenzfähigkeit, das Wort gibt es gar nicht, aber du weißt, was ich meine, dass man das entsprechend lösen kann. By the way, solltest du nicht so ein Fan sein von diesen Dropdown-Menüs, da könntest du auch im Prinzip einfach hier unten auf Tabelle draufklicken und dann hast du im Prinzip alle verschiedenen Pools direkt aufgelistet oder beziehungsweise im Prinzip die ganzen Transaktionskosten. Das heißt, da könntest du jetzt nachschauen, okay, wenn du jetzt von USDC swappen möchtest, in beispielsweise immer mal Alibaba, dann könntest du hier unter Alibaba schauen. Dann sind derzeit die Transaktionskosten 0,9% und das kannst du im Prinzip so in dieser Tabelle für alle möglichen Pools im Prinzip direkt nachschauen. Da brauchst du im Prinzip hier gar nicht dieses Dropdown-Menü und so weiter benutzen. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wie gesagt, falls du das Tool nutzen möchtest, einfach unten diesen entsprechenden Link öffnen, dann deine eigene Kopie davon machen und dann kannst du im Prinzip direkt starten. Falls du das Video hilfreich findest, wie immer einen Daumen da lassen. Falls du mehr von meinem Kanal sehen möchtest, unten auf Abonnieren klicken. Falls du irgendwelche Fragen hast, auch unten in die Kommentare. Ich gebe mir wie immer Mühe, so viele Kommentare wie möglich zu beantworten. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.